Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch da draußen, euch Fans dieses Kanals. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, Weihnachten. Und Weihnachten ist nicht mehr lang. Bald ist der 24. Dezember. Und deswegen muss ich sagen, freue ich mich trotzdem, dass ihr immer regelmäßig eingeschaltet habt. Und auch, dass ich euch einiges über Weihnachten nahebringen konnte. Das heißt, einfach nur nicht nahebringen konnte, weil Weihnachten kommt ja und ist ja. Und ich habe dies Jahr nicht viel gemacht. Der Adventskalender ist nicht gekommen, wie geplant. Da der Rechner kurzzeitig auch mal weg war und das kurz vor Weihnachten. Ich muss sagen, Mahns Leben, der Film sollte kommen, ist noch nicht gekommen. Die Dreharbeiten haben begonnen, aber sind noch nicht beendet, weil es dauert noch ein bisschen, um es perfekt zu machen. Dann sollte natürlich auch Mahns Leben weitergehen. Die neunte Staffel in HD ist auch noch nicht gekommen. Da wir halt in den Dreharbeiten stecken und wir erst den Film hinter uns bringen wollen, bevor dann die nächste Staffel kommt. Und da sind wir auch noch nicht so ganz mit begonnen, muss ich sagen, aber mit Mahns Leben der Film. Die Dreharbeiten sind schwierig, vor allen Dingen, weil, ja, wie soll man es erklären? Die Dreharbeiten sind ja auch schwierig, wie schon gesagt. Aber sie gehen voran, aber noch nicht so schnell, wie es eigentlich geplant war. Da am Anfang schon eine Szene kommt, die später, die im Film ziemlich früh spielt, aber trotzdem schwierig zu drehen ist und es diesmal ein bisschen mehr andere Sachen noch dabei sind. Dann kam noch mein eigener Kinofilm und ja, und da ist noch vieles mehr, was kommt und also Kino und Spielfilm und ja, da musste ich auch drehen, auch andere Sachen machen. Ich musste Dinge fürs Fernsehen erledigen. Ich habe die M&H Entertainment Media Gruppe gegründet, also mitgestaltet und ja, da sind auch viele andere Dinge gewesen, die erstmal wichtiger waren. Ja, und deswegen ist das nicht so gekommen, wie es eigentlich sein sollte. Video und Air kommt natürlich auch noch wieder, aber auch nicht so geplant, wie es eigentlich war, sondern natürlich kommt es, aber es dauert noch. Ja, einige Sachen wurden auch in den Rückstand gestellt, das heißt ein Stück zurückgestellt, weil andere Sachen wichtiger waren. Ja, und deswegen ist das so eine Sache für sich. Und ich muss sagen, es kommt auf jeden Fall noch und auch viele andere Dinge werden noch kommen, die eigentlich dieses Jahr geplant waren, wo ich auch schon Werbung für gefahren habe. Aber es gibt halt Sachen, die sind wichtiger. Und da muss man natürlich erstmal dafür machen. Und deswegen ist das so wichtig. Und ich plane natürlich auch nebenbei auch noch andermäßig Sachen für die M&H Entertainment Media Gruppe und auch andere Dinge, die ich mache. Und ich plane natürlich auch nebenbei, dann habe ich 15-jähriges mit Vogelpark, was natürlich nicht fürs Internet ist. Und ich mache auch noch viele andere Dinge, ich schreibe Bücher, ich produziere Hörspielserien und da plane ich natürlich auch und mache und tue und deswegen sind manche Sachen auch in den Rückstand geraten, die aber sich noch aufholen werden und wahrscheinlich dann Anfang des Jahres kommen, aber wir werden sehen und dann mache ich auch noch Aufnahmen für einen Arbeitskollege, also der auch in den letzten Video zu sehen war, der durch die Tür gegangen ist und der singt ja auch, wie schon gesagt, in Es Können Video und ja, und sein Konzert oder seine Aufnahmen, die er macht oder die er spielt, bei mir auf der Arbeit zum Beispiel, auf der Weihnachtsfeier, und das schneide ich ja auch mit und so, und sein letztes Konzert, was er gegeben hat, nicht Konzert, sondern Auftritt, den er hatte, auf einen Bazar, den muss ich auch noch schneiden und ja, und irgendwo bleibt das ja auch und deswegen wünsche ich euch gute, gesegnete und schöne Weihnachten. Freue mich, wenn ihr 2016 wieder hier auf diesem Kanal seid. Natürlich auch über Weihnachten wird hier geregelt was kommen, aber nur kurze Stücke,
weil es wird auch noch ein Weihnachtsspezial geben. Aber das sei gesagt. Und jetzt gibt es noch vom letzten Jahr von der Coca-Cola Weihnachtstour hier das Video, was ich gemacht habe. Und danach sage ich Tschüss. Bis dahin. Die Tour ist voll und geplant. Und selbst wir haben uns nicht nehmen lassen, ein Glas zu kaufen. Wir wünschen frohe Weihnachten dem ganzen Team von RTV Afterhoch, Bocholt TV und natürlich Donner TV. Schöne Weihnachten! Auf Wiedersehen.